Hallo Boxsportfreunde, ihr seid hier auf unserem neuen Kanal K.O. & Co. Ich bin Samira und das ist. Alex. Und wir sind hier in meinem Lieblingsgym, im besten Gym der Welt, dem Easy Gym Berlin. Heute reden wir über Gennady Golovkin und seine Trennung von Abel Sanchez. Und die menschliche Gier. Abel Sanchez hat gesagt, dass er einen Sohn verloren hat, weil Golovkin sich von ihm getrennt hat. Anscheinend ging es nur um Geld, um 10% seiner Börse. Er hat jetzt einen neuen Deal mit DAZN für über 100 Millionen Dollar. Und jeder kann sich ausrechnen, wie viel Abel Sanchez dann verdient hätte. Und Golovkin hat ihm einen Paycut angeboten oder wollte ihm halt weniger zahlen. Und ja, Abel Sanchez wollte sich darauf nicht einlassen. Und so sind die beiden getrennte Wege gegangen. Das Ganze ist sehr komisch. Golovkin hat Sanchez aufgefordert, ihn nicht mehr seinen Sohn zu nennen. Komisch, dass er nicht früher das gemacht hat, wenn es nicht ums Geld ging. Ein Familienstreit ist eine harte Sache. Früher haben diese Leute Urlaub zusammen gemacht und heute? Das Geld ist böse. Nun hat Golovkin angesagt, dass jetzt wird er unter Jonathan Banks trainieren. Was hältst du davon? Ich habe Jonathan Banks sogar hier unten im Gym mal mit Cecilia Brekus trainieren sehen, Pratzenarbeit und so im Ring. Ja, er hat Wladimir Klitschko trainiert, das weiß man am Ende seiner Karriere, aber ich denke nicht, dass Jonathan Banks viel an dem Stil von Golovkin noch ändern wird, weil Mexican Style ist halt sein Stil, den wird er behalten, aber vielleicht wird er halt etwas Zusätzliches addieren oder zu seinem Style bringen. Ich ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, was Jonathan Benz Golovkin beibringen könnte. Wahrscheinlich nur beim Training sowas halten. Jetzt ist die Frage, ob sich die Trennung von Abel Sanchez auch negativ auf Golovkins Fangemeinde auswirken kann, weil Abel Sanchez hat ihm viele mexikanische Fans gebracht, hat ihm seinen Mexican Style beigebracht und wenn der jetzt nicht mehr da ist, was hat Golovkin noch mexikanisches an sich? Eine Mariachi-Gitarre, eine Sombrero, auf brüderliche Weise geteilte Tacos und eine Flasche Tequila. All das hat Golovkin vom Väterchen Sanchez wahrscheinlich vererbt bekommen. Was ich noch cool finde, dass sich Golovkin mit sehr vielen über Finanzen zu streiten scheint. Auch mit seinen ehemaligen Managern, den Brüdern German aus Stuttgart und dem kasachischen Boxer Ruslan Madiev. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, teilt uns und kommentiert. Und seid nicht gierig wie Triple G. Habt keinen Schiss, passt gut auf und seid immer bereit für eine böse Überraschung.